Ah, wie schön. Hallo, hallo, hallo. Gratuliere. Was? Eure Aktion war ein unglaublicher, riesiger Niedlifizier-Erfolg. Ich erhalte Nachrichten aus ganz Niedlingen, Berichte über wunderbare Transformationen. Kaum zu glauben, es funktioniert. Können wir jetzt nach Hause oder kann ich jetzt nach Hause? Jetzt habe ich die Macht, alles zu niedlifizieren. Alles und jeden. Fröhlicher Tag, fröhlicher Tag. Ja, genau, ist schon einer. Ich freue mich, dass wir Niedlingen helfen konnten, König Nick. So, und jetzt wir. Aber natürlich freue ich mich jetzt auch auf mein Zuhause. Und ich habe auch vor, dich dorthin zu schicken. Sobald du deinen Teil der Abmachung erfüllt hast. Hä, was? Erfüllt? Aber ich dachte, ich meine, er ist erfüllt. Die Maschine läuft wieder eins und Niedlingen ist wieder niedlich. Na? Stimmt. Stimmt. Aber wenn ich mich nicht irre, lautete die Abmachung, die Welt niedlifizieren. Was? Das heißt natürlich die ganze Welt, nicht nur Niedlingen. Was? Die ganze Welt? Du ein Knall? Aber doch nicht! Doch nicht! Das Trickreich! Und das Überland, wie es abgemacht war. Ach. Warte mal. Das war so abgemacht. Aber ja! Ach komm schon, mal! Wir haben doch denselben süßen Traum. Was? Dies ist unsere große Chance, der ganzen Welt Glückseligkeit zu bringen. Aber Eure Majestät, habt ihr einen Knall? Wenn die Nivellierung schlecht war für die Niedlinger, was werden dann wohl die anderen von der Niedlifizierung halten? Ja, genau! Mein Gesicht hält nur etwa 5 Minuten Lächeln durch, bevor es zu Schmerzen beginnt. Also jetzt redet ihr aber Unsinn. Was kann denn wohl schlecht sein an Niedlifizierung? Sorry, Nick. Das ist einfach nicht richtig. Wir sollten alles lieber so lassen, wie es ist. Ihr scheint mich nicht zu verstehen. Ich bitte euch nicht, es zu tun. Hä? Ich befehle es euch. Als meinen treuen Untertanen. Nun wartet aber mal. Bevor du was sagst, denk mal drüber nach. Sag nein, und du steckst dir wahrscheinlich für immer fest. Das... Willst du es denn wirklich darauf ankommen lassen? Darf doch nicht wahr sein. Ja. Ja. Na siehst du, ich wusste, du würdest Vernunft annehmen. Ja, natürlich, ja, ja. Ja? Was soll das heißen? Trottel. Ja. Es bedeutet ja. Ich werde nicht mithelfen bei diesem absolut lächerlichen Plan. Ja, genau! Das lässt er schön bleiben! Ich schätze, ich muss mir einen anderen Weg nach Hause suchen. Oh, gut! Ganz wie du willst mal. Die Welt wird trotzdem nitifiziert. Und du bist für ewige Zeiten hier gestrandet. Falsch! Die Welt wird nicht nitifiziert. Nur Flachs und ich können diese Maschine fliegen. Und wir, so wie das hier, ziehen jetzt Leine. Stopp! Ihr geht nirgendwo hin! Ich befehle euch! Halt! Du hast uns gerade. Ach du! Du! Stimmt, genau! Scheiße! Fluffy Schnuckelhäschen! Nein! Das beliebteste Häschen von allen! Nein! Ein Häschen mit einem großen Ziel! Ah, das war noch nie gut! Die Niedlifizierung der Welt ist nur Phase 1! Genau jetzt baut Wirrwarr an der ultimativen Schöpfungsmaschine. Ein Gerät, das mir die Macht gibt, all die netten Sachen zu erschaffen, die ich will. Oh, das Gelache. Kurz gesagt, ich werde ein Gott. Macht euch keine Sorgen um den anderen König. Psycho-Häschen. Er ist an einem sicheren Ort. Er lernt, wie man wirklich fröhlich ist. So wie ich. Zeit zum Verpiesen! Wache! Wache! Ergreift diese Feinde von Niedlingen! Das ist nicht der König, das ist Fluffy Schnuckelhäschen, verkleidet als Nick! Sparky und keine Ahnung, wie ist er nur? Kaninchen? Da fällt euch doch bestimmt was Besseres ein. Gehen langsam über die Zeit drüber. Schlüssel der Maschine. Nehmt sie euch. Es ist das wird dann wohl eine längere Folge. Ach du Heiliger. Flachs. Ha, keine Wirkung.
wir sind in Ordnung. Hat nicht geklappt. Meine Güte mal. Nein. Du hast ja sowas von recht, mein Lieber. Oh nein. Flachs ist jetzt pink. Oh mein Gott. Aber der Flüchtling und seine Maschine sind wahrscheinlich gar nicht im Schloss. Ihr wisst doch, Nick und seine Spießgesellen sind schon niedlifiziert. Genau, wer hat überhaupt die Idee, hierher zu kommen? Also ich nicht. Ich auch nicht. Na, ich ganz bestimmt auch nicht. Doch, es war... Laute! Wir haben keine Zeit zum Streiten. Wir müssen hier Versteck finden. Gehen wir also da entlang. Alter, wie lange geht immer die Zwischensequenz? Nicht schlapp machen. Jetzt haben wir endlich eine Chance, hier rauszukommen. Oh, lass man mal. Ich fühle mich hier schon ganz wohl. Danke. Geh du mal schön allein. Der da braucht eine stärkere Dosis. Wache! Schnell weg! Ich bin der Anführer und ich sage, wir gehen da lang. Oh oh. Oh, hallo auch. Kennen wir uns nicht? Hä? Das ist er. Schnappt ihn euch. Scheiße. Mein Plan hat funktioniert. Hurra! Du hast schon genug Sierereien gemacht, Ausbrecher. Wir bringen dich direkt zu Widerlust. Oh. Oh. Er kann noch nicht weit sein. Alarmiert die anderen. Sucht ihn. Das haben die jetzt nicht gesehen. Oh. Ja, tatatata, Tilita. Oh, oh. Du kannst doch die Maschine fliegen, oder? Klar, kann ich das. Dann tu es. Hm. Ich infiziere... Ach, ich weiß nicht. Einfach alles. Zu Befehl, mein Herr. Oh Mann, Flachs. Oh. Ach du. Geht ganz schön lang, die Zwischensequenz. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, tut mir leid. Habe ich dich geweckt? Oh, du hätte ich wissen sollen. Widerlust, du Weik! Graf Widerlust für dich, kleiner Mann. Herr des Übellandes, Schrecken von Niedlingen und bald oberster Herrscher der Welt. Also bitte, ein wenig mehr Respekt. Mhm. Wo? Wo bin ich? Wo? In unserem Kerker natürlich. Ich hoffe doch, die Unterbringung konvenient. Meine Sachen! Ich versuche wirklich, meinen Gästen die Unbequemlichkeit zu bieten, die sie verdienen. Ich habe einen Ruf zu verlieren, weißt du? Was willst du von mir? Wollen? Von dir? Nichts. Du hast schon genug getan, mal Block. Aber sag mal, hast du wirklich geglaubt, du stinkender Müllsack? Hallo? Du könntest einfach in meine Welt gelatscht kommen, mal kurz mit links meine Weltherrschaftspläne ruinieren und dann abreiten zum Horizont? Ja? Böser Erd. Ach du. Nein, danke. Ich hab schon Spritzen. Im Büro gespendet. Ich hasse Spritzen. Niedlich, nicht wahr? Sie enthält einen kleinen Cocktail, den ich selbst kreiert habe. Ganz simpel ausgedrückt könnte man ihn beschreiben als Mutagen-Tinte. Ich will dein Mika-Gehirn nicht überlasten. Stell dir einfach vor, dass sich das Serum durch deinen Körper vorarbeitet und dabei den Malblock, den wir alle kennen und verabscheuen, in einen Ton verwandelt. Kraftlos, verletzlich und gefangen in meiner Welt auf ewig. Du wirst mir nichts von dem Zeug injizieren, Widerlust. Oh, bravo. Endlich mal hast du rundherum recht. Das werde ich nicht. Das habe ich schon. Oh oh. Du
tut mir leid. Oh. Aber ich finde das alles so überaus amüsant. Oh ja, ich weiß. Ich kann so ein böser Stecher sein. Das klang jetzt dolle falsch. Oh, mein lieber Mr. Block, da würde ich nicht darauf hoffen. Selbst wenn du es schaffst und windest dich aus deiner Spezialzelle, dann hast du noch ein ganzes Schloss voll grausamer Wachen vor dir. Hm. Du würdest einfach sterben, wenn du sie triffst. Was mögliche Wege aus dem Schloss betrifft... Naja, ich garantiere, ein Sturz in die umliegenden Gewässer wäre bestimmt atemberaubend. Also, wenn ich nicht irgendetwas übersehe, etwa ein paar einziehbare Flügel auf deinem zerbrechlichen Rücken, würde ich empfehlen, du entspannst dich wie ein ganz braver Junge und lässt das Mutagen in Ruhe seine Arbeit tun. Monster, während jeden Fall. Ich den Nidifizierer zerstöre. Was? Sag mir nur, wo er ist, und ich überlasse dich völlig deiner unschönen Transformation. Ich soll dir den Standort der Maschine verraten? Also, das ist wirklich sehr amüsant. Wirklich? Dann sagst du es vielleicht lieber. Mir. Jetzt! Nimm deine Hände weg. Was ist denn? Was ist nun los? Katzenaugen gesehen? Und jetzt, Mr. Block, der Nidifizierer. Als die Maschine das Schloss von König Nick verließ, flog sie westwärts. Sie sollte jetzt an der Grenze von Niedlingen sein und geradewegs hierher kommen. Und wer steuert diese infernalische Erfindung? Mein Freund, Flachs W. Wild. Oh, wie praktisch. Ich vernichte die Maschine und den lästigen Trickreicher. Alles auf einen einzigen Schlag. Ein vielversprechender Start unserer Partnerschaft, Mr. Block. Willkommen im Team. Vielen Dank, Meister. Ich werde euch gut dienen, bis ich mich davon mache. Prinzessin, nein! Miss Gunst, schnell, schaut in die Zukunft. Ich muss sie kennen. Ich sehe... Nichts. Ja? Sagt mir, was ihr seht. Ich sehe, Malblock bleibt für immer euer Gefangener. Ja. Es sei denn... Es sei denn? Er bleibt euer Gefangener, es sei denn, ein lebloser Ritter wandelt, ein toter Vogel erhebt sich in Flammen und ich selbst gehorche seinem Befehl. Unmöglich! So etwas Absurdes wird niemals passieren. Natürlich, mein Herrscher. Ja. Trotzdem werde ich weitere Vorkehrungen treffen. Keine falschen Hoffnungen. Ich persönlich hole deinen Freund vom Himmel. Und was dich betrifft, Schlafmütze, dein Leben wird unsagbar grausam sein als mein gehorsamer Sklave. Träum was Süßes.